einen Roman vorlesen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich lese einfach die ersten 4, 5 Seiten vor. Und da kriegt man eigentlich auch nichts von der Geschichte mit, die in dem Roman so behandelt wird. Und ich mache jetzt auch nicht einen riesen Fass auf und erzähle die ganze Geschichte. Aber ganz kurz zur Einführung vielleicht. Es geht um zwei Freunde. Yannick, der diese Geschichte erzählt, und Samuel. Und die beiden sind so, die Geschichte spielt so ungefähr in der Zeit ihres Abiturs. Die beiden starten mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in ihr Leben. Und gerade das Abitur so, danach muss man sich ja auch überlegen, was man in seinem Leben so anfängt. Darum geht es bei den... Vor ein paar Wochen noch. Samuel und ich in Istanbul. So nennen wir die Laube in unserem Schrebergarten schon seit ein paar Jahren. Ich habe das irgendwann mal mit alter Farbe auf einen fetzen Stoff gepinselt und über der Tür angebracht. Istanbul. Das Tuch hing dort ein paar Monate, färbte sich im Herbst moosig grün, saugte sich voll Wasser, lag irgendwann im Dreck und landete dann im Müll. Aber unsere Hütte, unser Garten, heißt noch immer Istanbul. Wir sind dauernd hier. Istanbul, weil Samuel sich für einen Türken hält, seit er von seiner Mutter gehört hat, sein Vater sei angeblich Türke. Perché non ottiene mai un vero e proprio riconoscimento. Sanno di averne già visto. Sanno di aver condiviso qualcosa con me. Sanno che siamo stati uniti in un giorno importante della loro vita. Eppure non ricordano quando. Io non abbasso gli occhi perché i loro pensieri ritornino timidi, perché quello sforzo di memoria rifluisca soltanto in un sottile imbarazzo. Mi guardano, rispondo allo sguardo. Non tradisco espressioni che possano restituire una condizione particolare o un umore qualsiasi al nostro passato incontro. Alcuni restano affettati più a lungo, strizzano gli occhietti per focalizzare un'immagine, hanno l'espressione concentrata di chi sta per raccontarti un sogno e vuole informarti di ogni dettaglio, ma poi il sogno, il tradimento, non affiora. Just want to say that it's a great honor to be here reading alongside so many great writers, and having been a small cog in the media team, I know how much organization has gone into putting this together, so I'm really grateful to Walter and Beate. The only tears had come with his departure, dressed so smartly in his uniform to go and play his part in the war. She had stood at the front door, her handkerchief in her hand, waving it so that he might see her right up until the motor car turned out of the drive. And even though she was proud of him, even though she knew it was right he went, she couldn't help one tear escaping at the thought that it had seemed hard that this war, with all its honour and duty, should ask such a price of her little heart. Frauen in Prosa. Frauen in Prosa, gut. Also, lest die Erzählung Sonnenschirme aus dem Erzählband Frauen in Prosa. Nun, ich trinke viel, ich schreibe viel, ich versuche die Recherche für diesen Film hinzukriegen und morgen treffe ich mich mit irgendwem, der mich für irgendein Projekt als Assistentin haben will, vielleicht auch nicht. Der Unterschied schlägt sich nicht in Geld nieder. Der ist aber ein einigermaßen bekannter Regisseur oder in der Szene bekannt zumindest. Wenn ich mich einmal für eine richtige Stelle bewerben werde, wird der sicher ein gutes Wort für mich einlegen. So, počasi so začela stvari delati skupaj. Vinko je sedel pred sobi in mrmral prece, medtem ko sem se pijala čebulo. Postavila sem si izziv, da bom v 3 dneh porabila vse stare zaloge iz hladilnika. Tako sem pripravljala vložene kumarice na žaru, polpete iz fižola, prikuho iz rdeče pese. Nekatere ljudi sem že med kuhanjem vrla stran, ampak veselilo me je gledati, kako stvari izginjajo. Tu in tam sem ga vprašala za mnenje. Mondta is a lánynak, mikor kijött a szobából, hogy hagyja ezzel a borral, mert ő azért nem fizet. Csak annyi, hogy haza kell cipelni a pincéből. És annak semmi köze nincs a családi kasszához, az ingyen van. És nem azért nincs pénz, mert elkölti, hanem mert a lány gyesen van, és a gyes az semmi. Az csak a látszat, hogy az állam gyerektartást fizet. Valójában olyan, mint az elvált vállalkozók, akik minimálbérből löknek oda pár ezeret az elhagyott feleségüknek és a 2 ott maradt gyereknek. Azt is csak azért, mert a bíróság kisajtolta belőlük. Mire a lány azt mondta, az az idő,
amit az ingyen bor elvisz, az ivásra fordított és részegségben eltöltött órák, az kerül pénzbe. A gyerek vállalatna erre az időre valami munkát, akár korrepetálást, mennyi hülye gyerek az iskolában, vagy ha nem, akkor segíthetne a lánynak a gyerek rendezésében, ahogy más férfiak is, hogy a háztartásban, például a mosogatásban